Hallo Leute und willkommen zu Super Mario Land 2, den super ultimativen kompletten Run. Jetzt habe ich schon alles vorweggenommen. Ich spiele Super Mario Land 2, eins meiner absoluten Lieblingsspiele aus meiner Kindheit. Meine sozusagen erste Berührung mit Videospielen. Und ja, und ich dachte mir, hey, ich könnte mal ein Let's Play davon machen, aber nö, auch nicht so wirklich. Deswegen nehme ich jetzt einfach das komplette Teil auf. Mit einem wunderschönen pixeligen Frankasi da oben. Und ja, ihr hört richtig, weder im Menü noch in dieser Vorschau gibt es Sound. Deswegen fange ich einfach an, ein wunderschönes Spiel und hört das. Und so, ich gehe auf Nummer A, weil A eine Nummer ist. Versteht man mich eigentlich noch vom Sound her? Das solltet ihr mir noch sagen, weil ich kann es schlecht einschätzen. Moment. Super Mario Land 2, ja Leute, es ist ein wunderschönes Spiel. Habe ich damals bei meiner Oma gezockt, als ich bei meiner Oma war. Und das war cool. Ja, spannende Geschichte, oder? Soll ich weitererzählen? Ja, das war es eigentlich schon mit der Geschichte. Oh Gott, und wie lange ich damals gebraucht habe, um es durchzuspielen. Und dann habe ich es durchgespielt und dann war ich cool. Bin ich jetzt immer noch. Jetzt habe ich Münzen. Ding, 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 ding! Und was haltet ihr von dem Frankasi? Bin ich nicht der Speedrunner-Schächtin? Ich soll von meiner netten Oma erzählen, habe ich gehört. Verdammt! Sei verflucht, Piranha-Pflanze. Da waren wir so bei meiner Oma und es war total langweilig, weil es halt langweilig war. Bei der Oma ist es immer langweilig und deswegen hatte sie da von meinem Cousin, der noch da drüber gewohnt hat, mit meiner Tante, der hatte dann einen Gameboy und der war noch da und da waren voll viele coole Spiele wie das hier oder Kirby's Dream Land oder irgend so ein komisches Donkey Kong-Spiel, das total seltsam war und voll schwer und irgendwie seltsam, geh weg, Goomba. Und ja, das habe ich dann immer gespielt und das war cool, da ich mich dann... Verdammt! Gefreut, wie ich mal bei meiner Oma war, weil dann konnte ich das spielen und das war schön. Dann gab's Kekse und Essen und... Yay. Warum fällt mir nicht dazu... Blume. Geh weg, du Cooper. Und übrigens, wisst ihr, was in dem Spiel auch sehr schön ist? Hier gibt's ganz, ganz seltsame Gegner, was werdet ihr noch sehen. Es sind nicht die klassischen Gegner. Oh nein. Also jetzt hier schon, aber danach nicht mehr. Da ist dann alles aus der Tierwelt vertreten. Vom kleinen Eichhörnchen bis zum großen Eichhörnchen. Einfach alles, was man sich so vorstellen kann. Und hier ist auch was ganz Schönes, was exklusiv für dieses Spiel gemacht wurde. Das auch exklusiv für den Gameboy rausgekommen ist, deswegen auch keine Farben. Dieses nette Bonusziel, also keine Flagge. Man geht einfach ins Goal. Und dann kann man hier so voll Bonusspiele machen. Gibt's voll geile Sachen wie Leben und Blumen und Karotten und... Karotten! Yay, ich habe eine. Jetzt habe ich richtig sexy Hasenohren. Da flatter ich den Ladies direkt ins Gedächtnis rein. Ich kann nie wieder in dieses wunderschöne Pilzhaus, in dem ich mich sehr heimisch fühle. Aber wisst ihr was, wir fangen einfach an. Und das Spiel ist übrigens Super Mario Land 2, das 6 Golden Coins. Und da muss man die 6 Golden Coins finden und dieser epischen Musik lauschen. Die ist total episch, weil... Es ist Musik und ein Frosch und ein Maulwurf mit Turbo-Dreh-Propeller-Nase. Wieso Propeller? Keine Ahnung. Einfach so. Was bist du? Du siehst aus wie... Was heißt Libelle? Oh Gott. Seht ihr, was das für seltsame Viecher sind? Die sind irgendwie in keinem anderen Teil mehr aufgetaucht. Nur hier war Mario irgendwie so unterwegs, die ganze Tierwelt einfach mal zu verprügeln. Das finde ich ziemlich seltsam. Ich meine, das ist keine gute Einstellung. Was ist das dann... Was gibt man da den Kindern für ein gutes Beispiel? Ich meine, hey, töte die Tiere. Es ist cool. Spring ihnen auf den Kopf. Dann sind sie tot und ich rieche einen Geheimgang. Der riecht wie Geheimgänge. Also ziemlich modrig und geheim. Na? Fick dich, Geheimgang. Fick dich einfach. Lass mich in Ruhe. Ich geh jetzt. Na, Frosch. Leck mich doch. Was sind das hier eigentlich für wunderschöne Lollibäume im Hintergrund? Herz allerliebst. Es könnten auch Ballons sein. Oder wabbelwackelarmige Windhosenkamerad. Der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad. Kauft sie sich jetzt ihren wabbelwackelarmigen Windhosenkamerad. Ich hätte gerne eine Wabbel... Verdammt! Einen wabbelwackelarmigen Windhosenkamerad. Ich muss sagen, auch für den alten Game Boy Pocket hat das ganz ordentliche Grafik. Verdammt! Ich krieg das doch jetzt. So, jetzt zusammenreißen. Und... Hui! Ey, ich hol mir das jetzt. Das ist mir jetzt egal. Nö, sehe ich gar nicht ein. So, und... Yay! Die Dinge, die Lollipop-Bäume aus Findet Nemo. Es gibt hier Findet Nemo Lollipop-Bäume.
Gott, ist das lang her, dass ich den Film gesehen habe. Den habe ich damals mit der Schule gesehen. Das ist auch eine lustige Geschichte, weil damals haben wir halt mit der Schule einen Film angeschaut, warum auch immer. Ist halt ziemlich lehrreich. Ich meine, da geht es um den entsprechenden Fisch. Das ist selbstverständlich. Ich bin vom Sternzeichen übrigens auch Fisch. Also ich fühle mich mit Nemo zutiefst verbunden. Genau, und den haben wir da angeschaut. Und es war ganz lustig, weil, also ich glaube, ganzen Parallelklassen waren da auch so in der 4. Klasse oder so. Also drei Klassen waren das insgesamt. Es dürfte insgesamt, keine Ahnung, waren da 60 bis minimal 60, maximal 90 Leute waren das dann. Ist ja egal, auf jeden Fall war das ganze Kino dann komplett überfüllt. Ich musste auf dem Boden sitzen. Auf dem Boden. Ich musste den Film auf dem Boden anschauen. Das war schrecklich. Ein sehr traumatisches Erlebnis. Seitdem habe ich immer ein seltsames, kühles Gefühl an meinem Hinterteil, wenn ich mich einem Kino nähere. Das ist ziemlich seltsam. Es hat sich wirklich bei mir so eingeprägt. Ach, und ich mag die Musik. Die ist so richtig scheiße hier. Wartet, lauscht mal in der Musik. Lauscht der Musik. Yeah, das ist doch mal richtig geile Musik, oder? Ich meine, seid mal ehrlich, das ist der Shit. Kann mir nicht vorstellen, welches brillante Genie das alles hier so komponiert hat. Verdammt! Oh Gott, nein! Das war übrigens damals eine meiner Lieblingswelten, warum auch immer. Inzwischen habe ich voll Probleme damit. Ich bekomme das einfach nicht mehr hin. Kann das nicht mehr. Vielleicht. Ich glaube, damals war mein Trick, dass ich nicht die ganze Zeit auf B gehämmert habe und dadurch gerannt bin. Oh, Pilz, komm her, mein Bruder, im Geiste und im Körper und alles. Hui, Fahrstuhl. Ich habe nie behauptet, dass das hier ein Speedrun ist. Das ist ein Stehenbleiben-Run. Es ist einfach nur ein, im Titel steht Super Mario Land 2 irgendwie so ein paar Prozent. Da steht nichts von Speedrun, liebe Leute. Und den Frankasy habe ich nur drin, weil er einfach cool ist. Ich mag Frankasy. Ihr nicht? Wenn ihr Frankasy nicht mögt, dann mag der Malfoy euch nicht. Und glaubt mir, ihr wollt, dass der Malfoy euch mag. Ich meine, was hat's für einen Sinn, wenn der Malfoy nicht mehr mag? Dann ist eh alles vorbei. Dann kann man auch gleich ganz unter der Brücke verschwinden oder ins Eck sich stellen. Also, dann macht sonst alles einfach keinen Sinn mehr. Er schreibt der Malfoy auch gleich, oh, oder was auch immer. Ich hab drei Herzen. Yay. Und ich hab nach, 10 Minuten schon satte 2 Level geschafft. Wuppidu, das wird super. Ich gehe zu den Bienchen. Danach geht's schon zum ersten von 6 Endbossen. Nein, von 7. Spoiler, Spoiler. Es gibt einen letzten Endboss. Wurmi. Sei verflucht. Mit deiner wurmighaften Wurmi-Gestalt. Deinen Gliedmaßen. Ich mag Wurmi. Nur in diesem Fall nicht. Dieser Wurmi einfach nur. Er ist einfach nur wurmihaft. Biene! Aber seht ihr, ich muss die ganze Zeit nur irgendwelche Tiere töten. Warum macht Mario sowas? Warum ist er so grausam? Und seht ihr diese Biene hier? Auch ein ganz nettes Detail, das ist eine weiße Biene. Vorher waren ja alles schwarze Bienen und die konnte man besiegen. Aber diese weiße Biene, die kommt immer wieder. Das ist auch schon wieder so eine unterschwellige Botschaft, die Nintendo da an die Spieler versendet. Da, und dicke Menschen sind dick, wird damit symbolisiert. Und das ist auch wahr, dicke Menschen sind wirklich dick. Manche behaupten, nein, dicke Menschen sind nicht dick. Aber nein, das stimmt nicht. Dicke Menschen sind dick. Punkt. Nein! Wurmi! Oh, seht mal, wie freundlich der schaut. Nein, 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 ich bin ein Wurm. Oh, ich weiß. Er hat nichts Böses im Sinn. Oh, wie süß. Tot. Duck, 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 duck. Mir wurde jetzt gerade gesagt, dass. Ih! Und seht ihr das? Das ist so eine Stahlwolle. Damit kann man die ganz hartnäckigen Flecken und Essensreste aus Pfannen rauskratzen. Nur halt als Gegner. Es ist High-End. Verdammt! Was sollen eigentlich diese Stahlwollen-Viech für ein Viech darstellen? Weiß das jemand? Und hier ist irgendwo was Brauchbares. Da ist er. Stern und da unten sind Eier. Wieso auch immer. Hey, Stahlwolli. Stahlwolli, das ist ein schöner Name. Ich nenne dich Stahlwolli. Stahlwolli McStahlstahl. Das ist ein langer Name, aber egal. Ich glaube, dieses Viech taucht sowieso nie wieder auf. Hi, MOP oder MOG. Nenn mich bitte Meister. Danke. Moment, Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, okay, ich hab's gefunden. Hooray! Nein, nein, jawohl, ich hab's voll drauf. Du, 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 du
Yay, Minispiel, mach mal was. Und ich bekomme das Herz. Yay, das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe nicht gespeedet. Nein, nein, nein. Hey, und da ist schon der erste Endboss. Ich wäre fast in den Tod gesprungen. Lume. Meister Lord oder Typ? Ich wäre dafür, dass ihr mich alle Meister Typ Lord nennt. Das wäre sehr nett. Also, nennt mich einfach Meister Typ Lord. Das ist ein guter, einprägsamer Name. Das hat auch was, das hat sowas, wie soll ich sagen, sowas Erhabenes. Ja, genau, das hat es. Oh, schau mal die Augen von der Wolke. Sieht das scheiße aus. Hallo, du Wölkchen. Yay, Wolken! Yay, Wolken! Yay! Das war gut. Und noch einmal. Boah, du Scheiße, warum muss ich nicht auf dich warten? Wieso habe ich keine Hasen und wie bin ich da jetzt gerade eben überhaupt wieder draufgekommen? Das ist wirklich mysteriös. Seltsam und mysteriös und seltsam. Komm mal mit, du Eule. Hui! Ey, die bleibt da einfach stehen. Wie ein Kolibri. Okay, ich sollte jetzt aufhören, so einen Scheiß zu machen. Jetzt wird geskillt. Ich mache jetzt einen Speedrun. Wisst ihr was? Speedrun! Ja! Das nennt man Skill. Okay, jetzt aber... Jetzt ganz ruhig und ernst bleiben. Ganz ernsthaft. Konzentration, Mario. Konzentration. Okay, das schaffst du. Nimm den Pilz mit. Gut gemacht. Über den Goomba. Über den Goomba. Über den Paragoomba. Über den Goomba. Auf die Eule. Auf den Kopf. Du, 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 du. Freu dich über die Musik. Ergötze dich daran. Auf die Eule. Der hat irgendwie keinen Grip unter den Füßen. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn hier? Warum sterbe ich die ganze Zeit? Das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Und ich habe es auch einfach in Erinnerung, dieses Spiel. Ja. Oder war ich damals einfach besser? War ich damals echt besser? Ich war, keine Ahnung, 6-7 Jahre alt. Wie kann ich da nur besser sein? Und nein, ich bin nicht bald Game Over. Ich habe doch 6 Leben. Das Spiel gibt großzügig viele Leben. Es gibt und nimmt sich die Leben. Alter, du Scheißwich, ich hasse dich so dermaßen. Okay, ich bin wieder bei den Wolki-Mac-Wolk-Wolks. Wolki-Mac-Wolk-Wolk, nimm mich mit. Okay, jetzt gehe ich gleich zu der rüber. Wolki-Mac-Wolk-Wolk. Wolki-Mac-Wolk-Wolk. Hey, aber... wieso schaffe ich es nicht? Und nein, das ist kein Speedrun, falls jetzt jemand einschaltet und fragt, wieso bist du so schlecht? Ich dachte, das ist ein Speedrun. Nein, das ist nicht, das steht da nicht. Ich mag nur Rankasi. Der ist pixelig und der passt zum Spiel. Das ist cool. Oh, habt ihr es gehört? Die macht hier Geräusche, die macht ja... Sag es, mach nochmal! Kackviech. Du! Okay, ich will wohl nicht. Egal, das schaffe ich. So, jetzt. Jetzt. Ah! Und da ist der Mittelpunkt. Verdammt, ich war jetzt mal so kurz. Du Scheißvogel, leck mich. Okay, hier kriege ich doch jetzt was Schönes. Ein Geschenk für mich. Eine Karotte. Nom, 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 nom. Yay, das läuft doch schon besser. Okay, und jetzt. Skill. Yay. Was für eine Abkürzung. Ich freue mir ein Loch in den Bauch vor lauter Abkürzungsfreude. Yay. Okay, aber Leute, jetzt schaffe ich's. Jetzt passt mal auf. Gleich sehen wir den ersten Endboss und das wird total episch, sage ich euch. Es wird ein fucking Vogel. Und ich meine, Vogel ist dem Hasen von Natur aus auch unterlegen, weil ich bin einfach ein scheiß fliegender Hase. Ist nur ein dreckiger Vogel. Ich muss sagen, mit den Hasen ist es sehr viel entspannter. Ach, epischer Bosskampf ist episch. Pass mal auf, wie schwer der ist. Oh, Treffer Nummer 1. Ich kann die Musik nicht, aber die ist auch nicht so prickelnd.
Der Boss ist besiegt. Episch, oder? Das war ziemlich schwer und anspruchsvoll. Oh, ich könnte das Spiel übrigens auch auf den Easy-Mode stellen. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht werde ich das machen. Nein, werde ich nicht. Weil da muss man es schon richtig machen. Und zwar am Anfang, wenn man den Spielstand auswählt, wenn man dann Select drückt, dann kann man auf den Easy-Mode wechseln. Das ist ein Scrolling-Level, das ist scheiße. Und die Berge sind ganz rot im Gesicht. Das ist auch seltsam. Und du bringst mich doch hoch auf den Mond, oder? Lass mich in deine Rotzschnodder-Schmodderblase rein. Das ist übrigens auch das schwerste Level ever. Passt mal auf. Ich fliege hier rüber, denn ich bin Mario und da sind die Gegner aus Kirby's Dream Land. Oh, von Kirby's Dream Land werde ich vielleicht auch mal so einen Stream machen. Das war auch ein wunderschönes Spiel. Auch damals auf dem klassischen Gameboy. Ach, das war schön. Das habe ich dann auch teilweise so an meinem Abend durchgezockt. Nur bei Kirby's Dream Land war es wirklich an einem Abend. Da gab es nämlich keine Speicherfunktion oder so. Aber bei dem Spiel war das ganz gechillt zum Durchspielen. Hat immer ein bisschen was geschafft und ja, ich war total schlecht. Ich habe so lange gebraucht, bis ich mal alle Münzen hatte. Und hey, ich habe das Level geschafft. Das war krass. Und hurra, was kriege ich denn? Die wollte ich nicht. Space Zone! Space Zone! Space Zone! Dum, 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 dum. Du, 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 dum, 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 dum. Ich kenn die Melodie nicht mal fast, aber das ist auch so okay. Ich fall in die Stacheln und sterbe danach. Ich kenn die Melodie echt nicht, ich hör auf damit. Okay, und jetzt. Oh, das ist echt ein schönes Feature mit der Schwerkraft hier. Warum wird das sonst in keinen anderen Teilen gemacht? Und abstraktester, hässlichster Gegner ever. Seht ihn euch an. Das ist ein UFO und ich bin mir nicht sicher, was das darstellen soll. Jetzt bleibt da drauf. Blume! Yay! Du bist immer noch hässlich, du Viech, und dann schießt er Sterne aus deinem Arsch. Keine Ahnung. Fick dich, Schwein. Na, Rakete. Es gibt Raketen als Gegner. Es gibt scheiß Raketen als Gegner. Und da oben ist ein Planet. Hui, schaut mal, wie der grinst. Der ist so ein richtiger Fettsack. Stirbst du, du Schweinchen? Ja, du stirbst. Nein, schieß nicht deine Murmel nach mir. Was soll ich nur dagegen machen? Stirb. Gott, aber eins kann ich jetzt schon mal sagen, es gibt einen Endboss, der mich wirklich zur Weißglut treiben wird, und zwar die drei kleinen Schweinchen. Ja genau, die drei kleinen Schweinchen, die werden ziemlich übel, aber naja, zu denen kommen wir dann, wenn wir soweit sind. Die sind in der Mario Zone. Also die Mario Zone nenne ich so, weil sie riesiger Mario-Roboter-Teil sind. Da gibt's auch ein ganz spezielles Level in seinem Schritt. Das ist eine ziemlich coole Sache. Aber das werden wir dann alles sehen, wenn es soweit ist. Na! Gott! Wieso bekomme ich hier keine Power-Ups? In New Super Mario Bros. Bekomme ich alle 2,1 Meter. Das ist viel spaßiger. Na, so sieht's aus. Ich will die Glocke. Auch wenn ich jetzt riskiere zu sterben, ist mir egal. Oh, seht mal die schönen Monde an, wie sie sich freuen. Da freue ich mich doch auch gleich mit. Und hui, ich habe die Glocke erwischt. Yay. Nein, ich heiße nicht Stefan, ich heiße wirklich MOP. Steht in meinem Ausweis. Space Zone Level 2. Oh yeah, die Musik geht voll ab. Techno Mario Remix. Ah, yeah. Verdammt, das war knapp. Und hier sind die Angry Stars. Seht ihr, die haben Münder und dadurch sehen die voll wütend aus. Die Space One hat aber echt eine gute Musik. Das muss man schon mal sagen. Das hier ist der wahre Vorgänger von Super Mario Galaxy. Könnte ich auch mal erwähnen. Ich meine, seht euch das mal an. Das ist eindeutig Super Mario Galaxy. Definitiv. Ja.
Und es ist ein Scrolling-Level, das ist eine super spaßige Sache für jedermann. Da! Da! Aber ich stelle mich ja besser an, als ich dachte. Gott, ah! Ich erinnere mich aber noch, das Level war damals für mich auch so ein unüberwindbares Hindernis. Es war einfach zu krass. War zu krass, Leute. Fuck! Blume! Nein, okay, die kriege ich nicht mehr. Okay, da oben, was ist da drin? Blume! Yay, Blumenpower! Voll blumig. Da ist ein Weltraumkugel, Fisch. Der bläht sich auf und macht kugelige Kugelfisch-Action. Na. Du, 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 du. Du, 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 du. Leck mich doch, Fisch. Ich will zum Endboss. Wo ist denn die Klingelingelinglingling? Klingelingelinglingling, wo bist du? Lingling? Lingling! Verdammt! Da oben ist noch was. Verdammt! Ja, das war clever. Jetzt bin ich gleich beim Boss und hab alles verloren. Und das wird schön. Aber die Musik ist so catchy. Ich will den Pilz. Ich will den Pilz! Yeah! Ich hab den Pilz. Yeah. Wunderschön. Gott, ich muss sagen, dieses Scrolling-Level zieht sich ungemein in die Länge. Ich meine, ich bin ja doch jetzt nicht mehr gestorben, oder? Es kommt mir schon... Fuck, es kommt mir so vor, als würde es schon 3 Stunden lang gehen. Ich glaube, es wird aber auch nicht besser. Und da ist schon der Boss. Hooray! Du, 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 du. Mit dem Boss erinnere ich mich noch. Der ist ziemlich simpel. Fuck! Okay, jetzt muss ich da hoch und... Bounce. Okay, weil, Nein! Nein! Geh weg! Okay. Schießt er sein Teil. Das eine fliegt immer direkt vor mir hoch und das von dem anderen sollte ich mich fernhalten. Jetzt kann ich ihn auf sein Köpfchen springen. Blam. Aber wie gesagt, damals für mich ein unbesiegbarer Endboss. Verdammte Scheiße, warum habe ich das gemacht? Nein, Steffi ist kein guter Name, den sollt ihr nicht verwenden. Wer das macht, der könnte mal getimeoutet werden. Das kann wirklich passieren, habe ich gehört. Ja, die Admins könnten dafür sorgen, also fordert euer Glück heraus. Und manche könnten dadurch sogar ihre OP-Rechte verlieren. Habe ich gehört, also ich kann es nur so sagen, wiedergeben, wie ich es gehört habe. Aber so besagen es die Gerüchte. Dö, dö, dö. Kommst du rüber, du Alien? Nein! Verdammt! Oh, ich hasse diesen Bossgegner. Der ist total kacke. Voll kacke! Bist voll scheiße, du Alien! Wie sollte ich denn das jetzt schaffen? Kugel, verzieh dich! Oh, jetzt, jetzt! Bounce! Jetzt bin ich hier einfach... Nee, das ist nicht gut, wenn ich da bleib. Das Teil nämlich explodiert und es tut mir dann voll Aua. Und der ist down! Ja... Und ja, ich kann auch Leute bei Skype DOP'en, wenn sie mich so nennen. Es ist alles möglich. Das habe ich schon voll gewusst, dass die Musik so geht. Okay, und damit habe ich schon Münze Nummer 2, liebe Leute. Es geht voll voran. Ich bin voll der Skillomax Skill. Yay, und hier sind es nur 4 Level bis zum Endboss. Das ist eine coole Zone, hier ist alles so winzig mit Ameisen als Gegnern. Ding, 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 ding. Ach ja, wisst ihr, was ich auch mal erwähnen kann? Hier wurde irgendwie, die Münzen sind hier was ganz anderes wert als in den regulären Spielen. Fuck! So kann man sich für die Münzen dann was kaufen, wenn man genug eingespart hat. Wenn man 100 Gegner besiegt hat, dann bekommt man ein Leben. Das ist ganz nett. Nicht großartig, aber hey, immerhin. Immerhin! Okay, und jetzt gehe ich unten entlang. So, komm her, du Teil. Nimm mich mit. Dum, 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 dum. Du, 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 dum, du, 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 dum. Ich kann die Musik nicht. Komm mit, du Pilz. Erobern wir die Welt. Fuck! Reißen wir die Weltherrschaft an uns. Okay, da oben ist doch jetzt was Schönes für mich drin, oder? Oder? Yeah! Karotte! Du, 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 du. Boah, der hat der Besuch auf dem Kopf, der Drecksack. Stirb! Die Ameisen fand ich damals immer ziemlich cool.
Ja, finde ich immer noch, nur halt nicht mehr so cool. Ich finde sie eher so lahm. Ja, Menschen ändern sich. Na, der ist cool, der mit der Schaufel. Weil sie einfach eine scheiß Ameise mit einer Schaufel ist. Und ich meine, Alter, ist eine Ameise mit einer Schaufel. Das ist geil. Gib's mal zu. Genau dich meine ich, ja. Weiß schon ganz genau. Ding, 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 ding. Aus dem Weg, Ameise. Aus dem Weg, Ameise. Und im Spiel gibt's natürlich auch Secret Exits und so ein Scheiß, aber, ja, keine Ahnung, ob ich mir den Scheiß dann hole und leck mich mal, du Antivir. Ihr den Chat schon wieder nicht. In welcher Auflösung streamst du? Mein Internet can't handle this high-end shit. Es sind ungefähr 360p, in denen ich streame. Und ich habe eine 6K-Leitung beim Upload. Und ich meine, wenn man so viel beim Download nicht reinbekommt, dann... Ja, dann weiß ich auch nicht. Das ist übrigens ganz schön gemacht, dass die Piranha-Pflanzen alle aus so Blumentöpfen rauskommen. Das ist doch mal was Kreatives, oder? Ih, Ameise. Pflanze. Nichts. Pflanze. Käfer. Boah. Voll über Kugel. Die ist voll stark. Duk, duk, dum, 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 dum. Los. Bring mir was! Karotte. Die will ich jetzt aber gar nicht. Ich will ehrlich gesagt bei der Vollkugel bleiben. Fuck! Ich will die Karotte. Karotte! Yay! Ich bin Karotten-Mario. Lass mich da durch. Und du auch, du. Cheep, 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 cheep. Fuck! Cheep! Pflanze! Wasser! Cheep. Cheep. Yay! Zum Glück renne ich nicht in alle Gegner rein und zum Glück bin ich in 2D Jump and Runs. Großartig, gut, genial. Hier muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich weiß bis heute nicht, wie man da rankommen soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe mich das immer gewundert, ich habe es damals oft probiert, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nie geschafft. Es geht einfach nicht. Ja, ernsthaft, wie soll man da rankommen? Ich habe absolut keine Ahnung. Weiß es nicht. Ist wirklich schrecklich. Naja, egal. Hallöchen. Cheep, 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 cheep. Oh, eine Motte. Motte! 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 Moment, da will ich hoch. Ich will da hoch. Oh, sieht man, wie die Blöcke sich freuen. Die sind ja, die machen ja gleich einen Zirkumflex, Zirkumflex. Wunderschön. Und... sollte die Karotte werden, oder? Yay! Ich bin Rabbit Mario Rabbit. Koopa! Goomba! Fragezeichen! Verdammt! Sei verflucht, Goomba! Du, bring mich da hoch! Hurra! Dankeschön! Okay. Alles gut. Ich bin voll geskillt in dem Spiel. Es wird immer besser, Leute. Sage ich euch. Gleich habe ich's durch. Nicht mehr lange. Jede Sekunde ist es soweit. Tüdüm! Aragumba! Da gibt's nichts von Relevanz. Ich glaube hier unten durch. Yay! 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 Stern! Sammeln wir Leben! Tüdüm! Lip, lip! Ich glaube genau. Ne, zwei Leben. Hooray! Ich bin super gut und super. Und hoch! Verdammt. Hoch! 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 Yay! Glocke die Glock Glock. Motte! Motte! Können die mir schaden? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich will es auch nicht herausfinden. Und warum ist hier alles... Bin ich in der Küche oder was? In dem Spiel hätte ich echt mal gerne eine kolorierte Version. Ich habe da auch mal geschaut, ob es eine farbige ROM gibt, aber ne, gibt's leider nicht. Zumindest habe ich keine gefunden. Düdüm! Yay! Goomba! Aus dem Weg! Aus dem Weg, sage ich! Hooray, ich hab's geschafft! Dum! Okay, auf geht's zum Finale. Und damit habe ich dann das halbe Spiel beendet, wenn ich den Boss hier besiegt habe. Fuck! Egal, die Blume ist, glaube ich, hier ganz gut. Du Hexe! Du Bitch! Verdammt! Ich hasse dich, Antivir! Klau mir nicht mal den Sound! Das ist ja schröcklich!
Wieso ploppt eigentlich Antivir immer dann auf, wenn ich aufnehme? Das ist ziemlich seltsam. Hui! Ich bin Mario. Oh, oh. Jetzt habe ich wieder eine Karotte, nachdem ich sie vorher für eine Feuerblume ergeben habe. Hui! Okay. Ich kann nicht geduckt springen. Tatsächlich. Traurig. So, komm mal her, du Hexe. Gib mir das Leben. Dankeschön. Die ist so richtig fies, die Hexe. Die rennt einfach mit dem Leben weg. Das ist uncool, weil... Macht man nicht. Yay! Weg dich, dreckige Blume. Und du auch. Pilzkopf. Na. Die Musik ist hier wieder richtig schrecklich. Ich frag mich, wer diese Musik hier komponiert hat. Dieses Musikstück. Das ist einfach ein Haufen Scheiße. Oh, das ist die Spitzmaus. Die ist ganz spitze, die Spitzmaus. Niemand ist krasser als Steffi McSteff-Steff. True Story. Verdammt! Okay, Maus, Mac, Maus, Maus. Komm mal her. Verdammt! Okay, jetzt ganz sachte und geschickt. Ich will ja schließlich den Boss besiegen. Und das werde ich auch schaffen. Glaubt an mich. Ihr glaubt an mich? Nein? Euch bin ich nicht angewiesen. Dann schaffe ich es eben alleine. Seht ihr? Ich kann es auch alleine. Ich brauche euch gar nicht. Ja. Und? Nein! Nochmal. Nein! Verdammt! Diese Scheißviech. Ich habe einfach nicht das Timing raus. Dong! Juhu, Nummer 1. Jetzt machst du den hier. Dong! Nummer 2! Jetzt kommst du rausgestürmt und Nummer 3! Yeah! Das war Nummer 3. Damit habe ich das Spiel zur Hälfte durch. Hurray! Das ist voll super. Hurray! Dann mache ich mir gleich wieder einen Pfirsich-Instant-Tee. Ja, ich trinke immer dieses Zeug. Weil ich zu voll bin, mir Getränke zu kaufen. Also in Flaschen, da muss ich voll viel schleppen und das ist nicht cool. Was? Nee, in der Drogerie gibt's keine Duden. Da muss ich euch leider enttäuschen. Man sollte solche Unwahrheiten nicht im Chat verbreiten. In der Drogerie gibt's nur Drogeriesachen. Wie zum Beispiel Nagellack oder Kondome mit Pilzgeschmack. Was es halt noch so alles gibt. Alles Mögliche, aber kein Duden, nein. Dun 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 dun. Ich glaube, ich könnte stundenlang so weitermachen, aber ich glaube, das sollte ich lieber aufhören. Sonst beschweren sich die Leute, dass ich nichts zu sagen habe und auf in den Pumpkin. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Egal, ich kann die Musik nicht. Aber seht ihr, wie diabolisch das ist? Ich bin hier in dem scheiß Kürbis und da ist eine Hexe und... Boah. Und wieder diese unpassende Musik, die ist so ungruselig. Aber seht ihr mal, voll die... so ein Jason-Eishockey-Maskenkopf mit einem Messer drin. Das ist wirklich ein cooler Gegner für ein Kinderspiel. Ich meine, der hat nur ein Messer im Kopf stecken. Hey, das ist cool. Bin ich echt angebracht. Fick dich, du Kugel. Du auch. Ja, geil. Ja. Dann eben nochmal. Man sieht ja Franka, sie ist Ohren gar nicht. Oh nein! Du, stirb! Mit Ü! Pilz, komm zu mir. Okay, obwohl es hier so alles finster, trist und grau ist, müssen wir das irgendwie schaffen, Leute. Das schaffen wir. Glaubt ihr an mich? Ich glaub an mich. Yay! Wieso geht denn das nicht? Was soll denn der Schwachsinn? Weg! Fragezeichen. Verdammt! Wieso kann ich es einfach nicht? Ich kann das Spiel einfach nicht. Wieso habe ich da solche Probleme mit? Wieso? Wieso? Ich weiß es einfach nicht. Das ist echt schwer. So, du geh weg. Hui! Verdammt! Habe ich jetzt schon die Scheiße verloren. Ich könnte doch einfach stehen bleiben. Ja, geil, das hat so geklappt. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Freitag der 13. ist noch nicht. Glaube ich. Nein, ich bin mir ziemlich sicher.
Erstens ist heute Montag und zweitens ist es auch nicht der 13. Es gibt vielerlei Gründe. Oh, Buhus, Buhus, leckt mich. Ich geh. Das war cool. Mittelpunkt! Gott, stachelige Stacheln an der Decke. Die sind total stachelig. Schießende Piranha-Pflanzen und so viele Sprites, dass das Bild total laggy wird. Das ist geil. Der Weg! Okay, okay, okay. Hooray! Mann, ich glaube, ich hab's geschafft, oder? Hier ist jetzt so ein Vampir-Typ. Stirb! Glocke auch noch mitgenommen. Oh yeah! Dun. Yay! Drei Leben! Wow, könnt ihr euch einen Gegner vorstellen, der noch bescheuerter aussieht als die Viecher? Ich meine, was... wieso? Was soll das sein? Oh, gefunden! Regenschirme! Das sind noch bescheuertere Gegner. Definitiv. Cool, ich bin auf dem Dach. Wegen der Spermien. Yay. Das war super. Wieso ist hier überall diese Scheißmusik? Die ist einfach nicht gut. Und hätten die nicht was Gruseligeres machen können als... Warum hat der eine Taucherbrille auf? Das ist ein scheiß Fisch. Oh, ein scheiß Pilz. Ja, damit. Also, ist kein Scheißpilz, aber... ein Pilz. Auf keinen Fall ein Scheißpilz. Muss ich mal erwähnt haben. Ich find's ganz cool, hier kann man auch nach oben und nach unten schauen. Nein, jetzt in dem Fall nicht mehr. Ja. Wollte ich mal gesagt haben. Es ging. Zyklopen. Zyklopen. Locke. Yay. Ich muss sagen, die Musik macht mich wirklich traurig. Die ist so trist und langweilig. Ich meine, gibt es irgendeinen Menschen, der diese Musik hier leiden kann? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Die ist einfach so... Ja. Die Musik ist... aus dem Weg, Buhu. Oh. Blume! Oh Gott, hol dir die Blume. Ja, ich hab die Blume. Und da trinken sie das Wasser weg. Viel Glück, meine Freunde, das schafft ihr. Ich lasche währenddessen unter euch durch. Ganz langsam, ganz gemächlich. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Sternchen. Die Sternmusik ist auch überhaupt nicht episch. Teilweise ist die Musik ja echt gut, aber hauptsächlich ist die irgendwie echt für den Arsch in dem Spiel. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ich habe gerade eben drei Leben abgestaubt. Das war schön. Das gruselig. Okay, die Musik kann noch unpassender werden. Da habt ihr es. Und ein Goomba-Geist. Der ist episch. Gruselig, oder? Boah. Da zitter ich ja gleich, wenn ich die Musik nur höre. Wenn ich nur an die Musik denke. Dun, 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 dun. Nee, die ist nicht gut. Na, irgendwie schon, aber irgendwie. Nee. Nee. Nee, einfach. Nee. Nee. Ja, ich bin ihm ausgewichen. Ich bin ihm ausgewichen, tatsächlich. Ja, ist im Weg, Scheißviech. Ich glaub, die Scheiße schaffe ich. Bläm! Ja, nein, ja. Ja, okay. Nein. Ja, okay, das ist relativ gut gelaufen. Besser als ich dachte. Sehr unspektakuläres Level, muss ich schon mal sagen. Und da ist es auch schon zu Ende. Dann! Yay. Das war super. Finale auf der Pumpkin-Zone. Wow, verrückte crazy Fans da. Oh, was ist nur los mit denen? Die Fenster sind voll crazy. Ja. Und da haben wir wieder fliegende Spermienviecher. Nur diesmal konnte ich sie töten, weil sie ein Auge haben. Jeder weiß, dieses Auge bietet eine Menge Angriffsfläche, deswegen sind sie dann auf einmal besiegbar. Hässliche Viecher. Was dachten sie sich teilweise bei dem Design von den Gegnern?
Ah, wirklich, wirklich seltsam. Oder Karotte, was sagst du? Karotte! Du. Yay. Glocke. Bling! Da! Verdammt! Dachte, ich komme unbeschadet zum Endboss, der Spoiler, eine Hexe ist. Da, Jason-Köpfe sind böse. Wo ist denn dieses Scheiß? Nein, nicht da reinfallen. Fuck. So, hier ist es noch cool. Ach, wisst ihr was? Ich staub die, ich klappe jetzt die ganzen Teile hier ab. So, fuck. Fange ich eben hier an. Verdammt. Duck, hoch ein Geldsack. Yay, komplett neues Item. Ist irgendwie 50 Münzen wert oder so. Soweit ich noch weiß. Bin mir aber da jetzt unsicher. Gib mal. Geh da raus, sag ich. Okay. Dann sag ich's eben nicht, dann bleibst du eben da drin, Mario. Dann sei eben beleidigt, ist mir doch egal. Meine Güte. Los, jetzt. Hooray. Ja. Ich glaube, jetzt sollte ich zum Boss kommen. Oh ja, jetzt kommt die epische Hexe. Der nächste auf der Gamescom wird gepartayt. Das ist episch. Wir alle wollen doch immer partayen, weil Partay ist voll Partay und Choral. Da. Boah. Aber die hat echt krasse Angriffe. Ich meine, sie lässt einfach den Deckel da hochfliegen. Stell dich das mal vor. Ich habe eine Münze. Damit bin ich schon bei Nummer 4. Hurra, wir nähern uns schon langsam dem Ende des Spiels, liebe Leute. Ich komme voll voran. Wobei man sagen muss, also jetzt, bis man die 6 Münzen alles hat, dann ist vom Schwierigkeitsgrad ja alles noch ganz legitim, aber wenn man dann erstmal alle hat, das Schloss von, Spoiler, Wario, das ist der größte Badass-Shit überhaupt. Und seht mal, das ist die coolste Zone hier. Man ist einfach in der Mario-Zone, in einem Spielzeug-Mario. Und was glaubt ihr, aus was die Region in seiner Leistengegend besteht? Seid schon mal gespannt. Du. Yay, Zahnräder. Das war, glaube ich, ziemlich simpel hier. Aber das fand ich damals als Kind richtig cool mit den Zahnrädern. Dachte mir so, boah, man ist da in ihm drin und da sind überall Zahnräder und boah. Genauso dachte ich mir das. Ich war ein einfältiges Kind. War sehr leicht zu beeindrucken. Boah, Zahnräder, boah. Ach ja, die gute alte Zeit. Bap. Zahnräder, nehmt mich mit ins geheiligte Wunderland. Nein, ich nehme den Panzer mit. Sieht doch überhaupt nicht seltsam aus, wie ich den über meinen Kopf so hab. Also, überhaupt nicht. Fuck. Da sind stachelige Stachelteile und die sind uncool, weil stachelig und so. Stachelig ist nie gut. Stachelig tut weh. Wann kommen denn die Pilzarmee-Shirts raus? Sobald die gezeichnet wurden. Irgendwann mal. Irgendwann gibt's T-Shirts. Eines Tages. Freut euch, ich habe auch schon Motive. Naja, eigentlich hätte ich momentan nur eins. Ich hatte aber mal mehrere Ideen. Ich frage mich, was aus meinen Ideen geworden ist. Wo sind denn die hin? Und Schrauben! Die Gegner werden immer epischer und einfallsreicher. Jetzt sind es nicht mal mehr Tiere, jetzt sind es einfach nur Schrauben. Es sind fliegende Schrauben. Schrauben, die fliegen! Oh, da links kann ich rein. Ich wittere einen Geheimgang. Wittert ihr ihn auch? Oh ja, den wittert man. Doc. Und yay. Stirb. Wirklich gut gemacht. Boah, wie kriege ich das Teil da weg? So, jetzt. Münzen. Yay. Das ist, glaube ich, der erste Geheimgang, den ich jetzt im Spiel so entdecke, weil ich schlecht bin. Yay. Und? Block. Verdammt. Block. Oh, wie komme ich da jetzt rüber? Geil. Okay, das ist gut gelaufen. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal ganz links runter und dann
Bin ich voll Safety in der Safety Zone? Oh ja. Ich bin in seiner Leistengegend und pass auf, aus was sie besteht. Sie besteht aus Bällen! Willkommen in der Ball Zone und da sind nur Schweinchen, die Bälle verschießen. Ja, also teilweise ist das Spiel wirklich, da fragt man sich teilweise echt, was sich so die Entwickler dabei so gedacht haben. Und hier bei der Ballzone bin ich mir definitiv unsicher. Ich meine, wir sind in seiner Leistengegend und alles besteht aus Bällen. Was im Englischen viel lustiger ist, aber hey. Und dann kommen auch noch ein paar kleine Teddys, die auf Bällen rumlaufen. Die muss man dann runterschlagen von den Bällen. Boah, Skill, 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 Skill. Habt ihr das gesehen? Das war krass. Okay. Ich glaube, das ging ganz gut. Wo gehe ich? Ach, ich gehe nirgends runter. Löchen, du kleiner böser Teddybär, du bist tot. Gib mir den Stern. Da, ich brauche den Ball nicht. Wir haben einen Stern. Leckt mich alle. Hey, ich gehe nach Hause. Blub, blub. Und überall Münzen und Bälle. Das ist wirklich... Was dachten die sich dabei? Kann ich da hochschauen? Ne, kann ich nicht. Wo soll ich denn hochgehen? Ich gehe hier. Ja, eine Karotte. Du gehst tot. Du gehst tot. Und ansonsten niemand mehr? Doch, Teddybärchen. Blab. Dü-dü-düm. Yay. Ich bin so schnell unterwegs. Diese Action kann man kaum in Worte fassen. Da spule ich auch bestimmt nicht vor oder so. Nee, nee, nee. Aber ich hätte auch einfach so weiterspringen können. Yay. Dann. Jetzt auf seiner Zunge. Oh ja, geil. Zunge ist ein Wasserlevel, oder? Bin mir jetzt unsicher. Yay, pixeliger Pilz. MOP und eine Ente. Oder was auch immer. Ein Trollblock. Kugelwillis. Oh nein. Wie diabolisch. So diabolisch, dass ich auch bestimmt nicht alles abkürzen werde, sofern es mir möglich ist. Das war blöd. Das hätte besser laufen können. Dum dum dum. Dum 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 dum. Boah, das sind ja Minen. Oh nein, die gehen ja in die Luft. Habe ich schon fast wieder vergessen, aber... Das ist ziemlich Hardcore-Brutalität. Brutal. Den Weg, Kugelwilli. Da! Alter. Das war eine knappe Kiste, liebe Leute. Eine knappe, knappe Kiste. Ja, es war keine... Ja, es war knapp. Yay, Glocke. Was ist hier drin? Yay, der Trottel schon wieder. Ja. Yeah. Aus dem Weg. Unten durch. Ey, diese Geschwindigkeit. Mit dem Kran gehe ich bestimmt nicht mit. Der ist langweilig. Und der braucht auch wieder ewig. Stirb. Verdammt. Stirb nicht. Lebe weiter. Ich befehle es dir und dir auch. Dann bring mich sicher ans Ziel. Oder so. Nimm mich einfach mit, du Kanonen, Minen, Kugel. Teil. Ding. Yay. Okay, jetzt kommt Action. Yeah. Das war cool, oder? Und... Drei Leben. Yay. Ich bin in seinem Gehirn. In der Lego-Welt. Yeah. Wobei das gar kein Lego ist. Verdammt! Das ist ja Nintendos hauseigenes Lego, weil habe ich ja schon mal in 10 Fakten über Super Mario erwähnt. Das Video sollte jeder kennen, das ist total gut und voll geil und so. Sollte echt jedem angeschaut haben, aber irgendwo muss doch das Logo hier zu sehen sein. Logo? Irgendwo? Nein? Nicht? Schade. Weiß gar nicht mehr, wie die Firma jetzt hieß, die das wirklich von Nintendo da halt hergestellt hat. Na egal. Boah, was ist das für ein schwarzes Lack- und Lederschweinchen, das mir seine Bälle ins Gesicht halten will. Ist ja widerlich. Weiß ich ihn genauso. Ah, Blume. Yay! Ich hab eine Blume und das ist so wunderschön, dass ich jetzt aufhöre und...
Ich finde es echt ein bisschen schade, dass das Spiel so leicht anfängt zu laggen. Und da sind die verschissenen Endgegner, die ich so sehr hasse. Meine Frage, an welches Märchen ist dieser Endbosskampf angelehnt? Fick dich, du Scheißviech. Jetzt kommt der Springende. Der ist noch ganz okay. Und dann der Letzte, der ist aber dann ein richtiger Badass, sage ich euch. Ein Badass ist der. Ja. Geil, kann ich jetzt schon vergessen. Yeah! Okay, da kommt er. Seht mal, wie der springt. Brain, brain, brain. Das ist echt fies. Vor allem wird der auch immer schneller und springt weiter. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay, und jetzt? Ja! Ich hab ihn besiegt. Ach genau, und das war übrigens damals dieser Endboss. War der Grund, warum ich das Spiel nie durchgespielt habe. Die habe ich nie besiegt. Das war einfach zu krass für mich. Das war zu hardcore. Und da schon Münze Nummer 5. Yay. Ich bin noch nie mal bei einer Stunde. Bisher bin ich ungefähr bei 10 Minuten pro Münze. Das ist eigentlich echt okay. Hey, ich würde sagen, den Rest machen wir beim nächsten Mal. Ich beende dann den Stream. Tschüss und so. Wir wurden vom Riesen-Cooper genommen. Das ist natürlich nicht. Yay. Und es geht unter Wasser. Unterwasser-Level. Yay. Was für ein Spaß. Für die ganze Familie. Yay. Ja. Yay. Yay. Komm mit, du Fragezeichen. Pilz. Yay. Alles ist so voll yay hier. Da yay ich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Na komm, stirbst du, du Pilz? Oh, ein Haifisch. Hallo, schwachsinniger Hai aus Super Mario Galaxy 2. Nein, bin ich nicht. Ja, klar. Klar, klar, Mr. Haifisch. Schon klar. Cheep, 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 mit Taucherbrille, der mir Schaden zufügt. Verdammt! Na egal. Glocke. Ja, so lang klingelt die. Kein bisschen kürzer. Nö, 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 nö. Hallo, du Kugelfisch. Bläh dich nicht so auf. Sieht aus wie ein Pokémon. Baldorfisch hieß es, glaube ich. Baldor. Ja, ein Baldornenfisch. Ja, die Namen sind so unglaublich kreativ. Na, es waren sie zumindest damals, sind sie heute nicht mehr. Geh weg, Mr. Haifisch. Geh weg. Danke. Yay. Ich hab ihn voll ausgewichen. Glocke. Juhu. Ich nehme das hier. Yay, 3 Leben. Genau, das brauche ich. Noch mehr Leben. Ich habe ja erst 13. Ich meine, das geht mir schon langsam aus und... Oh nein. Greten! Fischgreten! Ein toter Fisch! Ein Haifisch, der eigentlich ein Wal ist, aber fick dich, du bist ein Fisch! Und stachelige Kirby-Viecher, die hier überhaupt nicht reingehören. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Gameboy-Spiele damals von Mario und Zelda, die haben irgendwie nicht so ganz in die Reihe reingepasst und waren vollgestopft mit Easter Eggs, genau wie dieses Spiel hier auch. Und Link's Awakening. Aber alles sehr schöne Spiele, die man kennen muss, sonst... Kann ich auch nichts machen. Dann leckt mich doch mal. Geh ich nach Hause. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Der ist Teil echt weggemacht. Das war cool. Hätten der das erwischt? Na egal. Oh nein, eine stachelige Stachel. Teil. Dingens. Stacheln. Böse. Aber hier kann ich doch, glaube ich, irgendwo wieder eine Blume abstauben, oder? Blume. 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 Ne, kann ich nicht. Meine Erinnerung trügt mich. Oh nein, diese Schmach. Diese Schmach ist unerträglich. Oh Gott, ihr seid voll Scheiße. Das muss ja passieren. Oh, ich war nicht mal im Mittelpunkt. Oh nein. Ja, leckt mich doch. Und noch einmal. Yay. Kann ich da nicht irgendwo einen Stern abstauben oder so? Ich weiß es auch nicht mehr. Oh, ich hasse Unterwasser-Level. Die sind so träge. Die sind noch schlimmer als Scrolling-Level. Nein, das ist nicht Scrolling-Level, so noch schlimmer. Unterwasser ist schon ziemlich weit oben auf der Kacke-Skala. Ja. Naja, geil, nochmal. Yay. Ins Wasser. Bin so gut vorangekommen und jetzt ist wieder alles am Arsch. Dank diesem Unterwasser-Level. Mein Flow ist beendet.
Wirklich entsetzlich. Und ja, ich bin da auf der Titanic. Da ertrinken auch gerade Herrchen und Musiker und Kapitäne und irgendeine alte Frau wird dann davon erzählen und daraus werden sie dann einen Film machen und der wird dann voll erfolgreich. Ja, so ist das. Das ist die Geschichte, die wahre Geschichte hinter Super Mario. Es ist eine traurige Geschichte. Geht es um Liebe, Verrat, Tod und Brüste. In jeder guten Geschichte geht es nämlich um Brüste. Müsst ihr wissen. Ansonsten würde das Ganze keinen Sinn machen, würde ich auch keine Videos mehr machen. Dann wäre wirklich alles für den Arsch. Lass mich durch! Danke, du stacheliges Stachelteil. Du auch! Yay. Ihr seid unbesiegbar, das weiß ich noch, oder? Besiegbar? 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 Nee. Den Weg, du stacheliger Stachel. Und hui! Na, ja, Moment mal. Blöck. Blöck. Ach, wunderschön, wie einfach die Stelle auf einmal ist. Blöck. Ist echt schön, ist richtig angenehm. Und da ist der Mittelpunkt. Juhu! Und es geht wieder unter Wasser. Juhu. Stacheliges Stachelteil. Höre. Es sieht sehr gut designt hier aus. Da haben die sich bestimmt sehr viel Gedanken gemacht, vor allem mit den ganzen Blöcken hier. Unglaublich schön. Man könnte es nicht besser machen. Fuck. Hey, eine Blume. Fuck. Moment, die will ich haben. Hey, cool. Kann er nicht hoch. Verdammt. Aber hätte ich doch so gerne die Blume. Die Blume will ich haben. Oh. Los, lass mich da runter. Da runter. Yay, ich kann mir die Blume holen. Die Blume. Die Blume. Die. Ich hab die Blume gesagt. Alter, Blume. Yay, und ich wurde voll rausgestoßert. Aus dem Dingens. Teil. Weil. Warum nicht? Ja. Genauso. Okay. Leute, ich hab's gleich geschafft. Gleich ist es zu Ende. Jede Sekunde, es kann. Oh, ein Geldsack. Bin voll rich. Ja, und der bringt 50 Münzen, jetzt habe ich mal drauf geachtet. Netter Geldsack. Wo muss ich überhaupt hin? Was soll das Ganze hier? Das ist überhaupt nicht schön gemacht, das gefällt mir nicht. Soll ich in dem Kackteil überhaupt ausweichen? Wow, das ist spielerisch sehr wertvoll und spannend, dass sie den da hingesetzt haben. Gratulation, Nintendo. Das habt ihr echt gut gemacht. Hätte es mir nicht besser vorstellen können. Ach jetzt, Leute, kannst du nicht mal zu Ende sein. Jetzt reicht's aber. Es war ja mal lustig, irgendwann, aber jetzt ist echt langsam genug. Und ich will... Ach, leck mich doch mit den scheiß Leben, die will ich nicht. Endboss Time. Oh, die Welt fand ich auch cool, weil die einfach... Wir sind einfach im Inneren eines scheiß Wals und da laufen Taucheranzug-Goombas rum und das ist doch auch schon ziemlich cool und da ist... Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Da! Ich habe auch keine Ahnung, warum da Rasierklingen in seinem Inneren sind. Vielleicht wollte er sich mal selber umbringen und hat dann einfach ziemlich viele Rasierklingen gefressen. Ich bin mir da unsicher. Aus dem Weg! Midway? Okay. Ging schnell. Und da sind seine Rippen. Lecker, lecker. Würde ich gerne mal reinbeißen. So. Wisst ihr gerne mal, wie Walfleisch schmeckt? Glaubt ihr, das ist lecker? Hatte schon jemand probiert von euch? Seid jetzt mal ganz ehrlich. Hand aufs Herz. Wer von euch hat schon mal einen süßen kleinen Delfin gefressen? Also, ihr müsst auch nicht sagen, wie viel und welchen Teil ihr gegessen habt. Ihr könnt auch sagen, ja, ich hab mal reingebissen. Das würde mich mal interessieren. Na, ich esse gern Delfin. Nein, tue ich nicht. Hab noch nie einen gegessen. Schande über mich. Schande. Oh, Epic Bossfight of Super Epic über Epicness. Blum. 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 Lahmster Bosskampf ever. Wow. Dö, 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 dö.
Die letzte Münze, Leute, die Türe öffnet sich. Es geht los zu dem letzten Boss. Yeah. Diese Animationen. Das war episch. Ja, und jetzt machen wir mal was mit den Münzen. 626, hurra. 3x200 würde ich mal meinen. Bekommt man denn Schönes hier? Nichts. Ja, mach mal was. Ein Leben. Ich hab nichts mehr. Yay, ich hab 6 auf Münzen ausgegeben und hab 2 Leben dafür bekommen. Das hat sich gelohnt. Aber auf geht's zum geheimen letzten Endboss, Leute. Wir haben's gleich geschafft. Yay. Wer wird es wohl sein? Oh Gott. Leute, es ist so übel. Das Level hier ist so dermaßen badass. Das glaubt ihr gar nicht. Ja. Yeah. Ja. Ich meine, im Vergleich zu diesem Level lutscht das gesamte andere Spiel Bälle. Feuerbälle. Okay, nochmal. So. Seht ihr, ich bin schon einmal gestorben, aber das war, lag jetzt nicht an der schwierigen Stelle. Die schwierigen Stellen kommen ja erst noch. Das war alles noch ganz okay. Gott, und dann der letzte Wario ist auch noch so schwer. Verdammt! Und das ist jetzt echt eine fiese Stelle, muss ich mal anmerken. Okay. Oh. Nein! Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern, aber egal. Das ist ja okay, wenn es am Ende ein bisschen dauert, oder? Dann habt ihr noch länger was vom Stream, wer auch immer sich das reinzieht und zuhört und zuschaut. Wahrscheinlich niemand. Aber vielleicht ja ihr auf YouTube. Das sehe ich an der Zuschauerbindung, lasst mich nicht im Stich. Ich werde nachschauen. Da! Verdammt! Aber seht euch das mal an, vergleicht es mal mit dem Rest vom Spiel. Das ist voll so badass. So. Komm her, du Kugel. Black! Wo kam die auf einmal her? Fliegt die da einfach nur so, random durch die Gegend oder was soll das denn? Na gut. Okay. Verdammt! Wie ich auch immer so früh meine Scheiße verliere. Ja, leck mich doch, du Kugel. So. Und yay. Yay. Nochmal. Oh Gott. Ah, so komme ich da unbeschadet rüber. So, halbwegs zumindest. Okay, dann hier. Ich glaube, es gibt ja nicht mal einen Mittelpunkt oder so eine Scheiße. Muss die ganze Scheiße einfach so badass am Stück durchhämmern und das ist ziemlich kacke. Weil es einfach übelst schwer ist. Ich meine, was soll das auf einmal? Warum zieht der Schwierigkeitsgrad auf einmal so an? Macht man nicht, Nintendo. Das macht man nicht. Ich würde jetzt auch gerne Safe State setzen, aber irgendwie, nee, ich glaube, das sollte ich nicht machen. Das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Nö. Das ist ein schöner Stream, der schön zu Ende gebracht werden muss. Ja, so sieht's mal aus. Ich habe noch 9 Leben. Ich will nicht Game Over gehen. Komm mit, du Pilz. Folg mir nach. Okay, ich bin wieder... Jetzt Konzentration, Leute. Konzentration. Okay, das ging schon mal ganz gut. Jetzt weiche ich dir aus. Bin ich hier so ganz dezent rüber und dann schaffe ich das. Und es geht weiter.
Nee, ich setze mir keinen Safe State. Nö, auch wenn ich es bereuen werde. Ich mache das jetzt so. Ich habe das so angefangen, es muss so zu Ende gebracht. Okay, du bist so eine nur. Okay. Alles ist okay, Leute. Beruhigt euch. Alles ist super. Bleibt jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben! Interessiert euch doch eh nicht, was ich mache. Ihr verlost ja eh nur eure blöden Keys hier. Ja, in meinen Streams werden immer Keys verlost. Schaut alle vorbei. War das scheiße. Es gibt keinen scheiß Mittelpunkt, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Ein falscher Schritt in die falsche Richtung. Und alles ist am Arsch. Dann eben noch einmal. Hurra! Welch ein Spaß! Blöde, feuerspuckende Statuen, ich hasse euch. Ich hoffe, ihr verreckt. Das war knapp. Okay, ich bin wieder hier. Soll ich Nein, ich setze kein Safe State. Nö. Nee. Ich habe das regulär angefangen und ich bringe das regulär zu Ende. Mir egal, was ihr sagt. Dann geht das eben noch 8 Stunden, bis ich es irgendwann mal geschafft habe. Wahrscheinlich rede ich dann am Ende gar nicht mehr. Oh, du Dreckspilz. Aber hey. Okay, und rüber? Ja. 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 Oh nee. Oh Gott, was für eine Kackstelle. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, okay. Was kommt jetzt? Oh. Wie lieblich. Verdammt! Und jetzt! Nein, jetzt nicht. Ach, leck mich doch hier jetzt so durch. Was ist das jetzt? Oh! Ja, geil! 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 Alter! Spiel! Du machst mich gerade... unglücklich. Sehr unglücklich. Alter, was eine Scheiße. Mir egal, ich setze jetzt dann Safe States. Ist mir scheißegal. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Nö. 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 Einfach nö. 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 Pfeil. Safe. So. Was machst denn du da jetzt? Safe Game. Stirb. Nein, du stirbst nicht, du bist ein Kackviech. Du bist immer am Leben, weil du eine Piranha-Pflanze bist. So, ich springe jetzt hier hoch, dann setze ich mir noch einen, weil die Stelle gerade eben, die war langweilig. Eigentlich wollte ich ja nicht safe staten, aber nee. Nee, wenn es hier wenigstens Mittelpunkt geben würde, dann würde ich sagen, okay. Aber meine Fresse, das ist echt übertrieben harter Shit hier. Was dachten die sich dabei, auf einmal so eine schwere Scheiße da reinzumachen? Wie kann ich ihn schnell loaden mit F1? Der Scheiß wieder ist total langweilig. Sag ich doch schon ein, zwei Mal geschafft, oder? Ja, irgendwie so. Nimm ich mit. Es sieht vielleicht einfach aus, aber glaub mir, das ist es nicht. Und nein! War ja klar.
Größte Scheiße überhaupt. Aber ich nicht renne, ist das eigentlich echt gut zu schaffen. Okay. Ja, ich habe jetzt keinen Safe State gesetzt. Das habt ihr gut erkannt. So einer bin ich ja auch nicht. Ich will mich ja auch nicht hier durch Safe Staten. Oder will ich das? Ja, will ich. Definitiv. Das sieht mir schon wieder zu uncool aus. Fick dich. Ach, die Teile von. Ach, das ist ja nett. Das finde ich ja freundlich, dass ihr weiter hochfahrt. Geschafft. Oh yeah, Leute. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay. Das war kein so schwerer Raum. Oh Gott, kann ich nicht einfach weglaufen? Nein, kann ich nicht. Drecksball, du. Von denen kommen dann, glaube ich, noch 3 Stück auf einmal. Oh. Blöde Kackstelle. Ich hasse dich. Kackstelle ist Kacke. Was sind sie überhaupt für Gegner? Es sind Bälle. Was denken die sich dabei? Bälle mit einem Wario-Gesicht. Meine Fresse. Und nur damit ihr es wisst, warum ich selbst jetzt gesetzt habe, ich müsste jetzt wieder komplett von vorne anfangen und nein, danke. Da kann ich gerne drauf verzichten, ehrlich gesagt. Was für ein Kackschloss. Was denken die sich dabei? Warum ist es so schwer? Warum machen die sowas? Wieso? Und vor allem, wann bin ich denn da damals als Kind dran gesessen, bis ich das mal geschafft hab. Warum leckst du jetzt, Spiel? Arsch mich jetzt mal nicht, ja? Ja? Gut. Okay. Hey, Wario down. 2 Bällchen. Hurra. Spaß für die ganze Familie. Wario-Bälle. Kaufen Sie jetzt Ihren Wario-Ball mit Gesicht. Sieht aus wie Arsch. Oh, was leckt denn da jetzt so? Irgendjemand hat mir irgendeine übertriebene Kacke auf Skype geschickt oder so. Das ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt andere Probleme. Ich muss ein Spiel durchspielen. Dann. Ich hasse dich, du dreckiger Ball. Dann. Yay. Dumm. Komm mal her. Nein, ihr fliegt eine komische Route. Ist okay, ich flieg auch immer komische Routen. Nein, tue ich gar nicht. Das macht nur ihr Scheißbälle. Und der eine erwischt mich echt jedes Mal. Yay. Ey, jetzt du. Du! Oh Gott, Leute. Oh Gott, ich glaube, es ist soweit. Yeah! Der letzte Endboss. Das ist fucking Wario. Macht der jetzt so außer... Okay. Ah! Leck mich, Wario. Warum ist denn der überhaupt so viel größer als ich? Und ja, wenn ich jetzt verlieren würde gegen den, müsste ich wieder die ganze Scheiße von vorne machen. Und nein, danke. Bälle. Ja, erwischt mich. Ist okay. Eine Feuerblume oder so wäre ja auch überhaupt nicht von Vorteil gegen den Wario. Oh, wäre es doch, aber... Meine Fresse. Ich dachte, es wird lustig und Spaß machen. Ich wusste ja noch, dass die Scheiße am Schluss schwer ist, aber so schwere Kacke habe ich nicht in Erinnerung. Vor allem so unfair. Weil es nicht einen Mittelpunkt oder irgendwas gibt. Und auch kaum Items. Meine Güte. Was soll überhaupt das mit diesen Bällen? Die sind ja in meinem Spiel aufgetaucht. Allgemein alles, was hier auf einmal auftaucht, ist nicht einmal vorher im Spiel aufgetaucht.
Was, wo kommt das alles her? Was soll die scheiß Kacke, was auch immer? Und der erwischt mich wirklich jedes Mal. Jedes beschissene Mal. So, stirbst du? Yay, du bist tot. Yay. Freue mich. Ganz ernsthaft. Wirklich. Habe ich jetzt gesafe-stated? Ja, habe ich. Wario. Okay, wenn er springt, dann sollte ich besser in der Luft sein. Du Arsch. Kack. Dreck. Ja. Dreimal. Und jetzt passiert? Was passiert jetzt mit dir? Was machst du jetzt? Oh, eine Karotte. Okay. Das scheint mir ganz fair zu sein. Mario-Statue. Der Drecksack hat eine Karotte genommst. Okay, die Form ist echt okay, finde ich. Fuck. Nein! Täusch mich nicht, Wario. Bist du jetzt tot? Sei bitte tot. Oh, noch ein Pilz. Okay, okay, Leute. Ich glaube, ich schaffe es. Ja, geil. Natürlich! Eine Feuerblume! Ja! Yay! Aber pass mal auf, wenn ich jetzt so, Das ist doch recht unverschämt, oder? Dass da keinen Mittelpunkt oder sonst was gibt. Meine Fresse. Gehst mir so auf den Sack, Wario. Ich kann's gar nicht in Worte fassen, wie du mich nervst. Aber glaub mir, du nervst mich wirklich. Das ganze Scheißspiel hat auf einmal einen ganz unangenehmen Nachgeschmack bekommen. Tod! Wie schon wie blöd am Safe States laden. Ich werde nach jeder Phase dann safen. Machst du was anderes? Nein, machst du nicht. Du bist down. Spasti. Lauf weg. Kackform. Kackform ist kacke. Warum hab ich ihn nicht erwischt? Da. Ja, geil. Geil, 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 geil. Tod! Boah, hey. Kackvieh. Mach was. Yay. So kurz davor ist zu vollenden. Wieso konnte ich jetzt nicht zur Seite springen? Es sind auch viele kleine Details, die ihr gar nicht seht, die den Kampf ziemlich fies machen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich teilweise einfach nicht zur Seite springen kann, wenn er stampft oder so. Das ist alles so ein bisschen unfair. So, jetzt letzte Phase, jetzt kriege ich ihn down. Naja, voll schlimm, wenn ein Kack-Indianer, Feder oder amerikanischer Ureinwohner mir scheißegal. Stirbst jetzt bitte. Stirbst du? Stirbst du? Yay. Das ist voll yay. Und jetzt genauso klein bist. Schrumpfst du? Ein Stück? Ein ganz kleines Stück? Oh, du kleiner Fettsack mit deinen Ohren. Oh, bist du hässlich. Wupp, 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 wupp. Zoidberg, Abgang vom Feinsten. Yeah, das Schloss löst sich auf. Und es wird zu einem hellen Schloss mit einer Mario-Mütze über dem Eingang. Yay!
Und aus dem W wird ein, ein, ein. Was wird daraus? Ein M. Hoho. Ende. Danke, Mario. Deine Quest ist jetzt voll over. Okay. Ja, hey. Mario Land 2. Steph, Stuff. Ja, Mario 2 und Stuff. Ja, Leute, ich habe es doch noch geschafft. Und, der letzte Endboss, der hat jetzt übrigens ein Drittel von dem ganzen Kack-Stream von der Zeit verbraucht. Also das Level und der Boss und ein an sich schönes Spiel mit einem am Ende nicht so schönen Nachgeschmack. Durch diesen verdreckten Endboss, der einfach nur scheiße ist. Ja, mega. Dann gehen die scheiß Credits. Leck mich mal am Arsch. Ich will es beenden. Ich will es nicht durchlaufen lassen. Mir fällt nichts mehr ein dazu. Ich bin eingepisst. Spiel von dir. Mario Land 2 Nintendo. Ein Erfolg als Mario Land. Ja, kommt da noch was? Jetzt kann ich Spiel neu starten. Yay. Das war Mario Land 2. Yay. Ciao. Yay.